Ich habe ein bisschen reißerischen Titel gewählt, das gebe ich ja zu, in der Hoffnung, damit Ihr Interesse zu wecken. Sternenkannibalismus oder Kannibalensterne. Das soll mein Thema heute Abend sein. Wir müssen uns erstmal mit Sternen beschäftigen und dann auch mit Sternenleichen, die dann durch einen physikalischen Prozess wieder zum Leben in Anführungszeichen erweckt werden. Und das wird dann dieser Kannibalenprozess sein, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen wollen und vielleicht ein Verständnis dafür entwickeln wollen. Ich denke, ich habe einen recht privilegierten Beruf. Man ist auf einer Geburtstagsfeier. Oh, und was machst du so und was machst du so? Ja, ich bin Astrophysiker. Oh, Astrophysiker? Eine typische Frage ist dann, hast du schon mal einen Stern entdeckt? Und diese Frage stößt mich immer dann in tiefes Grübeln. Eigentlich könnte man sagen, ja oder nein, aber nein. Was meint mein Gegenüber eigentlich in dem Moment? Meint er irgendwas? Nimm doch einfach ein Teleskop deiner Wahl, zum Beispiel das Hubble-Weltraumteleskop, und halte es an eine beliebige Stelle des Himmels. Hier zum Beispiel im großen Wagen, ja, kennen wir alle. Schönes zirkumpolares Sternbild, und nehmen uns eine Stelle heraus und halten unser Teleskop dahin. Das erste Bildchen war noch mit bloßem Auge. Jetzt nehmen wir ein kleines Teleskop, dann nehmen wir ein schönes, größeres Teleskop, und dann nehmen wir das Hubble-Weltraumteleskop. Und das, was vorher sternleer war, ist plötzlich voll mit Sternen oder ganz am Ende mit Galaxien. Wobei ja jede Galaxie eigentlich nur wieder eine Ansammlung von einigen Milliarden Sternen ist. Also, wie beantworte ich diese Frage, hast du schon mal einen Stern entdeckt? Naja, das kannst du auch. Aber ich glaube, das war nicht gemeint damit. Was ist gemeint? Was ist wirklich gemeint? Ist vielleicht, ach so, vielleicht noch zur Illustration dessen, auf welcher Himmelsfläche all das, was wir eben gerade gesehen haben, passiert ist. Das ist nicht ganz genau passend, ja, falls jemand ganz genau aufpasst, das ist hier das Extreme Deep Field. Vorher hatten wir das Hubble Deep Field gesehen, aber es ist etwa im Vergleich zum Mond so ein kleines Fleckchen am Himmel, das ist voller Sterne und voller Galaxien. Es ist also nicht schwer, einen neuen Stern zu entdecken, wobei wir uns noch unterhalten müssten, was das wirklich meint, neu. Aber vielleicht ist ja auch einfach das gemeint. Ja? Wiederum Sternbild Big Dipper, große Schöpfkelle, großer Wagen, großer Bär. Vielleicht ist ja auch einfach nur gemeint, man hat dort eine lauschige Nacht am Teleskop verbracht und plötzlich ist dort mittendrin ein neuer Stern, der uns allen, das Sternbild ist uns geläufig, aber plötzlich neu ist. Er fällt uns sofort auf, das muss ein neuer Stern sein. Solche Erscheinungen haben dann tatsächlich auch diese Begriffe bekommen, die uns bekannt sind und die schon sehr viel mit unserem Thema heute zu tun haben. Nova, neu. Supernova, superneu. Zwergnova, all das hat mit unserem Vortrag Sternenkannibalismus zu tun. Aber ich weiß nicht genau, was mein Gegenüber so meint. Bei all dem, bei dem Bild, was wir eben gesehen haben, wird schon wichtig. Wir orientieren uns an dem, was wir so kennen. Und dieses Spiel, in Anführungszeichen, betreibt die Astronomie seit Anbeginn. Früher war es Hipparch, der ein Sternverzeichnis gemacht hat. Vor 150 Jahren waren es verschiedenste Observatorien, die Verzeichnisse gemacht haben von Sternen. Hier ist ein Ausschnitt der Bremischen Sternkarte, an der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin, ja, da komme ich in Anführungszeichen wiederum her. Ja, das ist unser Institut, das Nachfolgeinstitut der Königlichen Akademie Sternwarte. Und da verzeichnete man inventarisierte die Sterne. Eigentlich sieht das nach einer total langweiligen Beschäftigung aus. Wirklich Punkt für Punkt, Sternchen für Sternchen aufzeichnen. Wer ist wo, zu welchem Zeitpunkt idealerweise noch und wie hell ist er? Aber total wichtig für die Astronomie. Das brauche ich eigentlich hier nicht zu erzählen, aber ich will es damit trotzdem unterstreichen. Warum war das an dieser Stelle so wichtig? Diese Sternkarte wurde benutzt, um dem Planeten Neptun, der vorhergesagt war, dass er an einer bestimmten Stelle des Himmels sein sollte, ihn auch tatsächlich nachzuweisen. Eine Depesche kam aus Paris nach Berlin an die Sternwarte,
mit der vorhergesagten Position des damals natürlich noch nicht Neptun genannten neuen äußeren Planeten. Und hier auf dieser, wir können es ganz schwach erkennen, ja, Bleistiftanstreichungen, Neptun beobachtet und Neptun berechnet. Das ist die berechnete Position, das ist die beobachtete Position. Und ein solches Kästchen hier, das ist etwa viermal der Vollmonddurchmesser. Also das war gar nicht so weit weg, ja, so irgendwas wie 2-3 Vollmonddurchmesser von der berechneten Position entfernt hat man den Planeten Neptun gefunden. Und wie passierte das? Indem nämlich der Beobachter und sein Assistent am Teleskop standen und dann Sternchen für Sternchen verglichen haben. Wer war da? Wer ist verzeichnet? Und wer ist da nicht verzeichnet? Und wen sehe ich trotzdem? Und da war ein neues Objekt, was auf der Sternkarte nicht verzeichnet war. Und so ist das Logo unseres Institutes, des Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, entstanden. Das sind die Sternkonstellationen, ja, die wir jetzt mit diesen Sternchen und dazu diese ausgedehnte Scheibe, der damals entdeckte Planet an der Berliner Sternwarte. Neptun ist sozusagen ein Berliner. Und das macht die Astronomie noch heute. Inventarisieren. Das ist ein Bild des Sloan Digital Sky Survey, ein digitalisierter Himmelsatlas. Ja, ganz früher hat man es gemacht durch Beobachten und Verzeichnen, dann hat man Zeichnungen gemacht, solche Sternkarten. Heute haben wir elektronische Detektoren, die es uns gestatten, von mittlerweile etwa 400 Millionen Sternen und Galaxien. Und nageln Sie mich bitte nicht auf 50 Millionen mehr oder weniger fest. 400 Millionen Sterne und Galaxien, ihre Örter festzuhalten, um damit eine Referenz zu haben und einen riesigen Vorrat zu haben, um nach dem Besonderen zu suchen. Sie sehen hier die nordgalaktische Schale, ja, aus unserer Milchstraße heraus fotografiert, die südgalaktische Schale. Und das ist dann jeweils eine Ausschnittvergrößerung und dann nochmal vergrößert. Sie sehen, welcher Detailreichtum mit diesen elektronischen Kameras uns zur Verfügung steht und welch riesiges Inventar an möglich interessanten Objekten uns zur Verfügung steht zur weiteren Beobachtung. Und dieses Inventarisieren ist enorm wichtig, um zu sehen, ob sich etwas ändert am Himmel oder nicht. Ein Beispiel hier, eine Supernova in M51, diesen großen Spiralnebel. Wer hat die Supernova entdeckt? Ja, man muss schon ein Weilchen hinschauen. Ja, das ist sozusagen ein Vergleichsbild. Ein Bild ohne die Supernova und hier ein Stern, neu in dieser Milchstraße entstanden, so hell, dass sie alle anderen Sterne in dieser Milchstraße überstrahlt. Dieses Vergleichen, vorher, nachher, Beobachten eines Bildes des Himmels zu einem Zeitpunkt, Vergleich mit dem Himmel zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist hier an der Sternwarte Sonneberg zur Meisterschaft gemacht worden. Und wie man das gemacht hat, man hat eine Himmelsaufnahme gemacht, eine fotografische und eine zweite Aufnahme. Und dann hat man diese Aufnahmen rechts und links in diesen sogenannten Blinkkomparator, Vergleicher, ja, auf eingedeutscht gepackt, hat sein Auge adaptiert und hat dann immer wechselseitig eine Seite abgedeckt und die andere Seite abgedeckt und hat dann, und ich habe ihn hier einfach mal zum Vergleich oder zur Anschauung, so eine Fotoplatte mitgebracht, ja, einfach damit Sie sehen können, so ein bisschen Astronomie zum Anfassen, ja, wie so eine Fotoplatte aussah, in die eine Seite die eine Fotoplatte, in die andere Seite die andere Fotoplatte. Und dann verglichen, Sternchen für Sternchen, wer hat sich geändert? Hat er die Position verändert? Hat er die Helligkeit geändert? Auf diese Art und Weise hat Kuno Hoffmeister hier an dieser Sternwarte und an anderen Orten fast 10.000 veränderliche Sterne entdeckt. Und damit kommen wir schon unserem eigentlichen Thema etwas näher. Ja? Sie merken schon, ich mache eine lange Vorrede. Und jetzt setzen wir uns eine andere Brille auf. Ja, bislang sind wir immer noch nicht der Frage, hast du eigentlich mal einen Stern entdeckt, einen neuen Stern entdeckt? Wir kommen der Sache näher. Es geht nämlich um das Besondere, ja, nicht um die 100 Millionen neue, die noch niemand vorher verzeichnet hat, sondern häufig ist es ja so, es geht um den einen. Der schließt die Tür auf, der
öffnet uns ein ganzes neues, naja, Universum, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, eine neue Anschauung dessen, was am Himmel möglich ist. Und das begann im Jahr 1962, als man das erste Mal nach Röntgenstrahlung vom Mond suchte. Das war so eine kleine Rakete, in Anführungszeichen klein. Ja, Sie sehen, die ist hier, was weiß ich, so 8 Meter lang und die ist 40, 50 Zentimeter im Durchmesser. Und das war keine Rakete, die den Weltraum erreichte und dann mehrmals um die Erde kreiste. Nein, das war eine Rakete, die hat einen sogenannten ballistischen Flug gemacht. Also abschießen, nur einen großen Bogen, gerade mal über die Erdatmosphäre. Hat man 3 Minuten Messzeit gehabt, 350 Sekunden konnte man messen. Dabei hat sich die Rakete gedreht und dann fiel sie schon wieder runter. Und in diesen 350 Sekunden, haben die Weltgeschichte geändert. Das ist jetzt ein großes Wort, nicht wahr? Weiß ich schon, wissen Sie auch. Man hat nichts vom Mond gefunden, sondern man hat... ich muss Ihnen erst noch sagen, was man eigentlich mitgenommen hatte. Man hat als Detektoren 3 Geigerzähler mitgenommen. Ja, ein Geigerzähler ist so ein Ding vielleicht, damit kann man auch radioaktive Strahlung messen. Das macht, wenn da ein Teilchen eintritt, macht es knack. Und wenn ein Röntgenlichtteilchen da durchging, machte es eben auch knack. Jedes Ereignis hat man gezählt und registriert. Und man hat genau registrieren können, aus welcher Richtung das Röntgensignal kam. Und hat festgestellt, sehr schnell festgestellt, ja, die Daten wurden gleich runtergefunkt, das kommt nicht vom Mond. Den Mond hat man nicht gesehen, sondern es kommt aus einer anderen Region. Das ist für die Astronomie, dieses Diagramm hat Schlüsselcharakter. Für uns ist im Moment nur wichtig, ja, die hatten 3 Zähler, einer hat nicht funktioniert. Hier ist das Signal des einen Zählers, das ist das Signal des zweiten Zählers. Und das Wichtige ist, hier war der Mond erwartet, aber der Lichtberg, ja, der kommt von einer anderen Stelle. Aus dem Sternbild Skorpion. Und weil es die erste bekannte Röntgenquelle im Sternbild Skorpion war, hat man sie einfach genannt SCO X1. X für Röntgenstrahlung. Ja, Röntgen, nämlich selber, hat die nach ihm heute so benannten Strahlen X-Strahlung genannt, weil er nicht wusste, was das ist. Heute wissen wir, das ist eigentlich nur eine andere Art von Licht. Energiereicher als das, was unsere Augen sehen können, aber eigentlich vom Prinzip her dasselbe. SCO X1. Man konnte etwa erahnen, er kommt etwa aus der Gegend des Zentrums der Milchstraße. Dann konnte man auch denken, dann ist das etwa so weit entfernt wie zum Zentrum der Milchstraße. Und wenn das so weit entfernt ist, also diese 22.000 Lichtjahre, dann kann man die Helligkeit, die man hier sieht, ja, hier sind einfach die Ereignisse gezählt, übersetzen in eine Leistung, die man empfangen hat. Die Energie im Röntgenlicht, die man von SCO X1 empfangen hat, entsprach etwa 100.000 Mal der Energie, die die Sonne pro Sekunde abstrahlt. Von einem Punkt am Himmel. Und da war unmittelbar die Frage, was kann das sein? Wo kommt die Energie her? Hier würde ich jetzt sagen, auf die Frage, haben Sie schon mal einen Stern entdeckt? Da wurde tatsächlich ein neuer Stern entdeckt, ein Röntgenstern entdeckt. Der war vorher noch nicht bekannt. Ja, das hat man natürlich, hat man dann andere Experimente gebaut, um die Position von SCO X1 genauer festzustellen. Und dann natürlich auch zu suchen, gibt es da ein Gegenstück, das wir mit unseren normalen Teleskopen sehen können. Das hat Jahre gedauert. Erst Ende der 60er Jahre hat man das Gegenstück finden können. Hier ist die Himmelsaufnahme, ja, so eine Fotoplatte aus der Zeit damals. Das Sternchen dort, völlig unscheinbar, ist die Röntgenquelle. Was macht diesen Stern so anders als all die anderen hier in dem Fall? Und das bringt uns zum Thema unseres Vortrages. Nach einer kleinen weiteren Vorrede. Denn wir müssen uns noch mit Sternen und Sternleichen beschäftigen. Riccardo Giacconi, der diese erste Röntgenmission, diese ersten Röntgensatelliten gebaut hatte, natürlich nicht er selber, so wie er hat es gebaut, so wie Ramses die Pyramiden gebaut hat, nicht wahr?
hat dafür dann 40 Jahre später den Nobelpreis an Physik bekommen. Für die Entdeckung der ersten extraterrestrischen, extrasolaren Röntgenquelle. Denn dass die Sonne ein Röntgenstrahler ist, das wusste man lange vorher. Was sind nochmal Röntgenstrahlen? Ich sagte das schon. Das ist eigentlich Licht, aber unsere Augen können es nicht sehen. Es ist viel energiereicher. Und wie können wir Röntgenlicht erzeugen? Ja, da gibt es verschiedenste Prozesse im Universum. Aber wenn wir einfach nur mal davon ausgehen, dass jeder Stoff auf der ihm eigenen, mit der ihm eigenen Temperatur und dann deshalb charakteristischen Strahlung strahlt, können wir eine Temperatur für Röntgenobjekte angeben, ganz grob. Ja, das, was wir sehen, entspricht der Oberflächentemperatur der Sonne, 5.500 Grad. Da ist unser Auge empfindlich. Wenn wir Röntgenstrahlen erzeugen wollten, einfach dadurch, dass wir einen Körper heiß machen, ja, müssen wir etwa 1 Million Grad oder 10 Millionen oder 100 Millionen Grad, 100 Millionen Grad Kelvin spendieren. Da entdecken wir also das heiße Universum. Ja, wenn wir zu kurzen Wellen gehen, ja, das kühle Universum, dann kommen wir in den Millimeter- und Radiowellenlängenbereich. Das ist alles dasselbe. Das sind elektromagnetische Wellen, so ist im Physikersprech, aber vom Prinzip dasselbe. Es sind elektrische und magnetische Felder, die schwingen. Und ganz bestimmte elektrische magnetische Felder nennen wir Licht und unsere Augen können die sehen. Röntgenstrahlen kommen nicht auf die Erde. Die werden in der Erdatmosphäre absorbiert. Ja, was auf die Erde kommt, ist eben das, was wir Licht nennen. Und dann ein bisschen Infrarotlicht und dann eben erst wieder diese Radiostrahlung. Deswegen haben wir diese großen Radioschüsseln auf der Erde. Alles andere muss man entweder von Flugzeugen machen oder von Ballonen oder mit Satelliten. Nachdem die erste Röntgenquelle entdeckt war, war man interessiert zu sehen, was gibt es da oben eigentlich noch mehr? Und dann hat man die ersten Satelliten gebaut, die dann auch eine Durchmusterung machten. Ja, das ist hier so ein Detektor, Uhuru hieß der, ist 1970 gestartet. Sie sehen, wie groß der etwa ist und der hat erstmals den Himmel abgetastet. Und das ist die Röntgenkarte, die Uhuru erstellt hat. Und das ist hier in sogenannten galaktischen Koordinaten. Also einmal der Himmelsglobus abgerollt. Und das ist die Richtung zum galaktischen Zentrum, das ist die galaktische Ebene, ja, also hier die Milchstraße, so würden wir das nennen. Und Sie sehen schon, die meisten dieser Röntgenquellen, die haben wohl mit unserer eigenen Milchstraße zu tun. Ja, die Größe der Symbole gibt an, wie hell die sind. Die sind also im Wesentlichen in Richtung des galaktischen Zentrums. Hier tut sich also irgendwie ein anderes, aber doch verwandtes Bild auf mit dem, was unser Auge von unserer Milchstraße kennt. Denn unsere Milchstraße, die kennen wir eigentlich eher so. Ja, wenn wir so alle Fotoaufnahmen, die wir vom Gesamthimmel machen könnten, zusammenkleben und dann wieder so abrollen, dann sieht das etwa so aus. Ja, hier ist die Richtung des galaktischen Zentrums und dann gibt es halt hier, das ist die Milchstraße selber und dann gibt es halt hier viele Staubschichten, die uns den Blick auf die dahinterliegenden Sterne verbergen. 1990 war es dann, da gab es den Satelliten ROSAT, der hat dann mit einem abbildenden Röntgenteleskop, ist nur jetzt eine technische enorme technische Verbesserung, aber darauf will ich jetzt nicht genauer eingehen, hat jedenfalls Röntgenbilder machen können. Das, was man vorher machte, man guckte quasi durch ein Ofenrohr und sagte, ah, von hier kommt viel Röntgenlicht und da, von da wenig und von da oh, ganz viel. Jetzt hatte man ein Röntgenteleskop, mit dem man Bilder machen konnte, damit konnte man sozusagen Strahlung fokussieren, auf einen Brennpunkt bringen und damit kann man Helligkeiten viel besser messen und Punktquellen von ausgedehnten Quellen unterscheiden. ROSAT hat etwa 100.000 Röntgenobjekte am Himmel gefunden und hier zeige ich nur die Verteilung der etwa 18.000 hellsten. Ja, Sie sehen, der Himmel ist voller Röntgenquellen und das ist das diffuse Leuchten im Röntgenlicht. Der ganze Himmel leuchtet im Röntgenlicht. Unter dem Radar der Beobachtung, der Wahrnehmung der meisten Astronomen sind mittlerweile riesengroße Röntgenobservatorien gebaut worden und im All, die seit dem Jahr 1999 den Röntgenhimmel beobachten können. Das ist hier XMM Newton von der ESA und Sie sehen, das sind Mordsgeschosse. Und das ist das Gegenstück, in Anführungszeichen Chandra der NASA, ja, 12 Meter lang und hier
und etwa 1,50 Meter, 2 Meter im Durchmesser vorne. Das hat die gesamte Ladebucht des Space Shuttle ausgefüllt. Es sind die größten Observatorien, die im Weltall stationiert sind, allein gebaut, um Röntgenstrahlung von solchen Objekten, die Gastbeobachter vorschlagen, genauer zu studieren. Schauen wir einen Blick in unseren kosmischen Nachbarn hinein, ja, den Andromeda-Nebel, das ist dieser milchige Fleck hier, das ist die Andromeda-Galaxie. Ein solches Bild kennen Sie vielleicht schon, ja, eine fotografische Aufnahme des Andromeda-Nebels, M31 auch genannt, hat Messier schon im Jahr 1735 etwa als Nebelfleckchen erkannt, kann man bloß im Auge sehen. Und wenn wir da mit dem Röntgenteleskop reinschauen, dann sehen wir auch hier viele einzelne Röntgenpunkte, Röntgensterne, neue Sterne und darunter ein diffuses Leuchten. Und wenn wir uns einige dieser Röntgensterne genauer anschauen, hier und zwar in einer, sozusagen zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, hier im Dezember 28, 28. Dezember des Jahres 2000 und hier ein halbes Jahr früher, dann sehen Sie, dass die ihre Helligkeit ganz stark wechseln. Manche sind mal an, manche sind mal aus. Ja, die sind so weit entfernt, das sind alle von der gleichen Kategorie wie SCOEX 1. 100.000 Mal so viel Energie pro Sekunde wie unsere eigene Sonne. Und die können auf kurzen Zeitskalen an- und ausschalten. Was sind das für Objekte? Was ist ein Stern? Gerade nochmal. Ein Stern ist für uns eine Gaskugel im Kräftegleichgewicht. Zwei Kräfte wirken da. Die eine Kraft ist die Schwerkraft, die uns auf dem Erdboden hält. Alles will zum Zentrum. Aber es kann nicht alles im Zentrum, weil dort drin enorme Wärme ist. Und die enorme Wärme möchte eigentlich alles auseinandertreiben. Und zwischen diesen beiden Kräften stellt sich ein Gleichgewicht ein. Und das gibt dem Stern seine runde Gestalt und seine Größe. Die Masse eines Sterns, die bestimmt, wie viel Energie erzeugt wird, das heißt, wie hell er am Ende auch wirklich ist, sie bestimmt den Radius, die Temperatur, wie viel Strahlung pro Sekunde aus ihm rauskommt, sie bestimmt seine Lebenszeit und sie bestimmt auch die Todesart. Was soll das heißen? Das ist hier, Entschuldigung für den englischen Titel hier, ja, ist eine Folie, die habe ich nicht selber komponiert, die war schon so schön bunt, deswegen habe ich mir erlaubt, sie zu benutzen. Aufgetragen ist hier für verschiedene Sterne die Zeit über wirklich kosmisch lange Zeiträume und hier ist die Masse eines Sterns. Was dargestellt werden soll, ist das Folgende. Je massereicher ein Stern wird, desto schneller entwickelt er sich und desto schneller ist er am Ende seines Lebens angekommen. Die massearmen Sterne, mit denen die brennen so langsam vor sich hin, die werden noch Milliarden Jahre langsam vor sich hin brennen und mit denen wird nichts passieren. Die massereichen Sterne aber, die sind schon nach 10 hoch 7 Jahren, also nach 10 Millionen Jahren mit ihrem Leben fertig, haben ihren Energievorrat verbraucht und dann muss etwas passieren, wenn ihnen keine Energie mehr produziert werden kann. Dann passiert etwas und je nachdem, wie massereich oder wie massearm der Stern ist. Das sind sterbende, massearme Sterne. Sie lösen ihre äußeren Hüllen und im Inneren bleibt heiße Asche. Asche ist umgangssprachlich. Ja, sieht wunderschön aus. Das sind sogenannte planetarische Nebel. Sie stoßen die äußeren Hüllen ab und innen bleibt etwas übrig. Und was übrig bleibt, nennen wir entweder einen weißen Zwergstern. Ja, das ist für sonnenarme Sterne, wenn sie begonnen haben, als sowas wie mit einer Masse eines Sterns von weniger als 8 Sonnen, bleibt ein weißer Zwergstern übrig. Wir werden das gleich noch genauer erklären. Und wer es ganz genau wissen will und da vielleicht auch bewandert ist, da spielt die Quantenmechanik eine Rolle. Man kann das ist ganz heiß. Das heißt, da hat man die Teilchen, Elektronen, Protonen, die fliegen da alleine um sich herum. Man kann die Teilchen aber nicht beliebig dicht packen. Das hat der Herr Pauli verboten. Herr Pauli war ein österreichischer Physiker. Und weil man die nicht beliebig dicht packen kann, ist der Kollaps eines solchen Sterns am Ende nicht total.
Wenn man aber ganz viel Masse auf so einen Stern raufpackt, dann können die Elektronen mit dem Proton noch wieder verheiratet werden und werden Neutronen. Und die kann man dichter packen. Und dann werden die Sterne noch kleiner. Das ist ein sogenannter Neutronenstern. Und wenn man die noch dichter packt, dann wird es am Ende ein schwarzes Loch, aus dem kein Licht kommt. Das sind die möglichen Sternleichen. Das ist jetzt anstrengend, das gebe ich zu. Da sind wir aber, gehen wir schnell durch. Was aufgetragen sind hier Sterne und Sternleichen. Und so ein paar typische Größen. Hier ist die Sonne, hier ist ein weißer Zwerg, ein Neutronenstern und ein schwarzes Loch. Die Masse von unserer Sonne, die setzen wir einfach mal gleich 1. Ja, dann brauchen wir uns mit den Kilogramms und den Gramms nicht weiter zu plagen. Es sind sowieso immer so große Zahlen. Die Masse der Sonne ist 1. Und so ein weißer Zwerg ist typischerweise ein bisschen leichter. Aber er ist viel kleiner als die Sonne. Ja, die Sonne hat 700.000 Kilometer Durchmesser, Radius, Verzeihung. Und so ein weißer Zwerg, der ist etwa nur so groß wie die Erde, aber so schwer wie die Sonne. Verzeihung, hat so viel Masse. Ein Neutronenstern ist noch extremer. Der ist wiederum etwa so schwer wie die Sonne, aber hat einen Radius von nur typischerweise 10 Kilometern. Extrem verdichtete Materie. Ein schwarzes Loch hat gar keinen Radius. Es hat sowas wie einen Ereignishorizont. Das ist da, ab dem es dann kein Zurück mehr gibt. Auch für das Licht nicht. Deswegen habe ich das in Anführungszeichen gesetzt. Ja, wenn unsere Sonne jetzt ein schwarzes Loch, wenn wir sie zum schwarzen Loch machen wollten, müssten wir sie auf 3 Kilometer komprimieren. Alles andere brauchen wir uns gerade nicht. Ich wollte hier wirklich nur auf die unterschiedlichen Größen der Sterne eingehen. Was ist nun das Schicksal der Sternleichen? Wenn sie Einzelsterne sind und bleiben, sie haben keine Energiezufuhr. Das ist zunächst mal heiße Asche. Im Sinne von, da wird keine neue weitere Energie erzeugt. Die kühlen ab und bremsen auch ab. Die Restwärme, die können wir noch sehen. Und wenn wir eine Idee haben, wie heiß die am Anfang waren, dann kann die momentane Temperatur, die da irgendwie geringer ist, uns auch einen Anhaltspunkt geben, wie alt das Objekt ist, das wir uns gerade anschauen. Zwei Beispiele für solche Sternleichen. Das eine ist Sirius, Sirius B. Sie kennen vielleicht das Sternbild Orion, schönes Wintersternbild. Kann man hier sicherlich wunderbar sehen von der Sternwarte aus. Das da unten, das ist Sirius, der hellste Stern des Nachthimmels. Und Sirius ist kein Einzelstern. Ja, der ist hier unten der große Hund mit Sirius. Sirius ist kein Einzelstern, sondern hat einen Begleiter. Das ist ein Bild des Hubble-Weltraumteleskops von Sirius. Das ist das, was Sie oder wir alle typischerweise als Sirius erkennen und kennen. Das ist der Begleiter, Sirius B. Und ich denke, ja, so ein kleiner da. Das ist das gleiche Bild im Röntgenlicht. Ja, ist nicht der gleiche Maßstab. Aber die Orientierung stimmt. Ja, sozusagen, das ist A, das ist der, den wir kennen. Und das ist B. Der ist im Röntgenlicht viel heller. Sirius A, der, den wir kennen, ist massereicher als Sirius B. Aber Sirius B ist viel heißer. Und er leuchtet viel schwächer. Und das heißt, er muss einen ganz kleinen Radius haben. Anders geht's nicht. Und das ist ein weißer Zwergstern. Der steht da für sich alleine und weil er eben so klein ist, deswegen ist er so unscheinbar am Himmel. Jetzt schauen wir uns einen Neutronenstern an, auch so eine ausgebrannte Sternleiche. Das ist ein Röntgenbild eines solchen Neutronensterns. Ja, das ist, hier ist sozusagen aus technischen Gründen der Beobachtung, ist die Detektorfläche freigelassen worden. Das ist das Röntgenlicht, das von dem Neutronenstern kommt. Und wir wollen mal nachschauen, ob wir auch optisches Licht von diesem Stern sehen können. Dazu benutzen wir das Large Binocular Telescope. Das steht auf dem Mount Graham in Arizona. Das hat 2 8-Meter Spiegel auf einer Montierung. Ja, so ein großer Feldstecher. So, das ist der Blick von innen. Sie sehen hier die Spiegelfläche. Ja, 8,4 Meter ist der Durchmesser eines dieser beiden Spiegel und die können in eine Richtung schauen. Und jetzt habe ich hier die Röntgenkonturen. Ja, das ist, und dahinter das Bild, das Farbbild dahinter, das ist das, was wir mit dem
LBT mit dem großen Feldstecher gemacht haben. Und die Konturlinie, das Grüne, das ist, sind die Röntgenhelligkeiten. Und jetzt zoomen wir da mal ein bisschen rein. Und ganz am Ende, ja, da sehen wir ein ganz schwaches Glimmen. Das ist das, was wir mit einem Teleskop von dem Neutronenstern sehen können, der vielleicht einen Radius von 10 Kilometern hat. Der ist fürchterlich hell im Röntgenlicht, weil er so heiß ist. Ja, der hat etwa 100, der hat etwa 1 Million Grad Temperatur noch. Ja, so heiß ist der noch, wenn er schon 1 Million Jahre alt ist. Noch 10 Millionen, noch 1 Million, Verzeihung, noch 10 Millionen Jahre gewartet und man kann ihn nicht mehr sehen, er ist ja zu kühl. Aber jetzt, nach etwa 3 Millionen Jahren, ja, das ist etwa sein Alter, kann man ihn gerade noch so erkennen mit einem optischen Teleskop. Einfach noch ein bisschen, ein paar Millionen Jahre warten und er ist weg. Und diese Sternleichen sehen wir nicht. Jetzt geht es darum, wie man die eigentlich zum Leben wieder erwecken kann. Und das geht, und da kommen wir in Richtung SCO-X1 und verwandte Objekte. Das geht über einen Prozess, den wir von der Erde sehr gut kennen. Wir kennen hier nämlich Pumpspeicherkraftwerke. Ich nenne das mal ein Gravitationskraftwerk. Ja, wir haben hier in den Alpen, sieht man das, oder in allen möglichen gebirgigen Gegenden, hat man nachts zu viel Strom, der in den Kohlekraftwerken oder Gaskraftwerken erzeugt wird, muss ja irgendwo hin. Was macht man? Man pumpt Wasser hier nach oben, dann hat man es am nächsten Tag, wenn alle wenn alle sich mit ihrer elektrischen Zahnbürste oder dem Föhn betreiben wollen, hat man plötzlich Reservoir zur Verfügung, um dann das Wasser hier runterfallen zu lassen und die Turbine anzutreiben und Spitzen abzufangen. Gut, der Weg hier ist ein paar hundert Höhenmeter, aber es reicht, um Energie zu erzeugen. Dieses Prinzip funktioniert im Prinzip auch bei Sternen. Und bei Sternen haben wir ein wesentlich höheres Potenzial. Wir können Materie aus sehr großer Entfernung, wenn wir es auf einen sehr kompakten Stern fallen lassen, können wir aus diesem Prozess enorm viel Energie gewinnen. Das funktioniert im Weltall auf den ganz großen Skalen, wie wir gleich sehen werden, aber es funktioniert auch auf den kleinen Skalen. Sehen Sie mal, das ist die Erde im Röntgenlicht. Das ist hier die Aurora, ja, das Sonnenwindteilchen, die auf die Erde einfallen und einprasseln. Und die erzeugen Röntgenlicht. Das ist so ein Prozess. Wir sehen es auch bei Jupiter. Hier ist Io, der ist wohl vulkanisch. Und es gibt ein Magnetfeld bei Jupiter. Und entlang dieser Magnetfeldlinien landet die Materie, die von Io ausgespuckt wird, in den Polregionen vom Jupiter. Das ist so ein Prozess, wo aus großer Entfernung Materie runterfällt und tatsächlich, dort wo das landet, dort wird es hell. Dort wird die Energie, die da vorhanden war, wird umgewandelt letztlich in Strahlung, die wir auffangen können. Das ist natürlich alles Mickey-Maus-Strahlung von der Energieausbeute her. Wir müssen mehr Masse spendieren und wir müssen die Materie in ein tieferes Loch fallen lassen, in ein Potenzialloch, um viel Energie daraus zu gewinnen. Und das geht bei unseren Sternleichen. Ja, ich hatte Ihnen das mit der Masse und mit dem Radius schon einmal nahegelegt. Wenn die Sonne Masse 1 hat und einen Radius von 700.000 Kilometern, haben wir einen weißen Zwerg mit ein paar tausend Kilometern, Neutronenstern mit 10 Kilometern und schwarzes Loch, Ereignishorizont 3 Kilometer. Der Energiegewinn geht proportional mit dem Verhältnis Masse zu Radius. Wenn wir also hier die Masse festhalten, ist immer auf 1 gesetzt hier, ja, immer eine Sonnenmasse, dann kriegen wir hier im Verhältnis beim Neutronenstern oder beim schwarzen Loch im Verhältnis 10 zu 700.000 Mal mehr Energie raus, als wenn wir die Materie auf die Sonne fallen lassen würden. Und das wird so effektiv, da kann man pro Gramm Materie bis zu 70 Mal mehr Energie gewinnen als aus Kernfusion. Akkretion, so nennt man den Vorgang, dass Materie aufgesammelt wird. Bitte um Entschuldigung, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, das muss man einfach mal akzeptieren. Akkretion, das ist der Kuss, der die Dornröschensterne wieder die Sternleichen wiederbelebt. Wir haben Energie der Lage, ja, das ist wie beim Pumpspeicherkraftwerk.
Und die lassen wir jetzt los. Und dann rauscht beim Pumpspeicherkraftwerk, rauscht das Wasser die Röhre runter. Wenn wir das auf den Stern fallen lassen, dann kann die Geschwindigkeit sehr hoch werden. Wenn wir es auf einen Neutronenstern einfallen lassen, dann ist das 20% der Lichtgeschwindigkeit, mit der die Materie dort einfallen kann. Das ist viel. Das trifft dann auf ein stehendes Hindernis, nämlich einen Stern. Und dann passiert irgendwas, gibt es sowas wie einen Überschallknall. Und dieser Überschallknall führt letztlich dazu, dass die ganze Energie, die da erst der Energie der Lage war, dann Energie der Bewegung, plötzlich in Wärme umgewandelt wird und dann letztlich in Strahlung. Und das können wir sehen mit unserem Teleskop. Die Leistung, die wir sehen, ist Energie pro Zeit und das geht am Ende mit der Masse pro Zeit. Okay, wir brauchen diese Formel nicht weiter auszuwerten, habe ich hier mal gemacht. Um einen Neutronenstern durch Massenaufprall so hell wie 100.000 Sonnen werden zu lassen, muss man etwa 1.000 Milliarden Kilogramm Materie pro Sekunde auf ihn werfen. Ist das jetzt viel oder nicht viel? Ich habe natürlich hohe Zahlen gewählt. Ja, die Astronomie hat immer hohe Zahlen. Aber die Frage ist das jetzt wirklich viel oder erscheint es nur viel? Und wie schaffen wir das eigentlich?